Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur zweiten Pressekonferenz, hätte ich jetzt was gesagt, zur zweiten Pressestunde dieses heutigen Vormittags in Sachen EU-Wahl. Und ich begrüße unseren heutigen Gast, den Spitzenkandidaten der FPÖ, Ihren Generalsekretär Harald Wilimski. Grüß Gott. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Mit mir wird Ulla Kramer-Schmidt vom Profil die Fragen stellen. Guten Morgen. Bei uns geht es etwas später auch um die Wurst, aber wir beginnen mit dem Thema, das Europa seit einigen Monaten in Atem hält. Die Krise in der Ukraine, zwischen der Ukraine und Russland. Wir haben es ja gerade gehört, heute dieses sehr, sehr problematische Referendum in der Ostukraine. Was auffällt an der FPÖ, ist, dass Sie als einzige bestimmende größere Partei sehr deutliche Sympathien für Russland erkennen hat lassen in diesen letzten Wochen. Auch die EU-Sanktionen sogar abgelehnt hat. Wie hätte denn Europa anders reagieren sollen? Naja, schauen Sie, in einer Zeit, wo Sie uns die Sympathie zu Russland unterstellen, und Russland ist für uns ein wichtiger Partner, war ich gerade in den USA, war in Washington und New York und habe hier ebenfalls Gespräche mit Vertretern der US-Regierung, des Senats, des Kongress geführt. Und wir verstehen uns nicht nur für unser Österreich, sondern vor allem auch als Partei hier in einer sehr neutralen Position. Das ist mir zum Ersten. Zum Zweiten, ich bin ja über 6 Jahre Obmann der österreichisch-ukrainisch-parlamentarischen Freundschaftsgesellschaft und habe damit auch einen sehr emotionalen Bezug zu dem, was hier passiert. Und es könnte einem das Herz zerreißen bei dem, was hier in der Ukraine sich gerade abspielt. Und für mich sind da viele Dinge von einer äußeren Steuerung offenbar. Heute entnehme ich mehreren Tageszeitungen, auch Sie bringen uns auf ORF, dass 400 Blackwater-Söldner, das heißt US-Söldner hier in der Ukraine, tätig sind, um hier offenbar einen Konflikt anzuheizen. Und wenn ich mal ansehe, dass hier eine vermeintliche Demokratiebewegung am Maidan den Ursprung des Ganzen genommen hat, aber aus meiner Sicht gibt es keinen Demonstranten, der mit Sturm- und Maschinengewehren sich hier artikuliert, sondern offenbar von der ersten Minute weg man ganz bewusst einen Konflikt befeuern wollte und aus meiner Sicht alle Anstrengungen jetzt unternommen werden müssen, hier schleunigst eine Entwicklung Richtung Frieden, Richtung einer gütlichen Regelung zu finden. Und da darf man weder die Russen provozieren, das ist ganz gefährlich und das erklärt auch, warum hier manche Teile vor allem der östlichen Ukraine sagen, sie wollen hier nicht diesen Weg mitgehen und auf der anderen Seite hier jenem Teil der westlichen Ukraine, die näher ran wollen als Europa, die Hand reichen. Aber die EU-Sanktionen, die jetzt laut Angela Merkel, François Hollande, sogar verschärft werden sollen, wenn in 2 Wochen die Wahlen zum ukrainischen Präsidenten nicht ordnungsgemäß abgehalten werden können, weil in der Ostukraine diese Separatisten es verhindern werden, dann wollen eben Merkel und Hollande EU-Sanktionen verschärfen. Sie sind ja nicht einmal mit den derzeit geltenden sehr sanften Sanktionen gegen Russland einverstanden. Ja, da wird ja von Anfang an mit gezinkten Karten gespielt, weil man hat hier eine Friedensbewegung am Maidan zugelassen mit Sturm- und Maschinengewehren. Das ist das Erste, was es zu sagen gilt. Zum Zweiten hat man gesagt, man hätte den Präsidenten Janukowitsch, der noch 2 Monate bevor der Maidan war, in Österreich zu Gast war, von Faymann, Spindlegger und Häupl und der ordentliche Gesprächspartner der Österreicher war, davon gejagt mit einem nicht verfassungskonformen Vetum. 75% wären erforderlich gewesen, 73% waren es, dort die EU die Augen zugemacht. Ja. Und jetzt macht sich die Europäische Union da quasi zum Helfershelfer der amerikanischen Interessen. Das ist ganz, ganz schlecht. Und ich kann auch nur für Österreich sprechen, ich hätte gern eine neutrale Rolle Österreichs und ich hätte gern, was die Ukraine betrifft, eine tripolare Lösung. Da brauchen wir die Russen dazu, brauchen wir die Ukrainer dazu und da brauchen wir die Europäer dazu. Wen wir nicht brauchen, sind die Amerikaner, die auch hier in diesem Raum offensichtlich Weltpolizei spielen wollen. Und wir alle sind schon geschädigt gewesen davon, wie die Amerikaner und die Briten gemeinsam, nämlich in konkreten Bush und Blair, die Weltöffentlichkeit belogen haben, indem sie Kriegsgründe für das Eingreifen in den Irak namhaft gemacht haben, die keine waren, es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat und die vermeintlichen Massenvernichtungswaffen des Irak auch nie gefunden wurden. Man muss immer hier als Europäer, sage ich, sich nicht zum Spielball amerikanischer Propaganda machen lassen. Das ist ganz wichtig. Bleiben wir mal bei der Ukraine. Ja. Die Neutralität, die Sie hier einfordern, nehmen Sie ja selbst nicht ein. Die ukrainische Regierung ist von der EU anerkannt und sie verfügt auch über eine Mehrheit im Parlament. Nun hat Ihr Fraktionskollege Gerhard Daimek die Regierung jüngst eine Putschistenregierung genannt und sich damit eigentlich der Wortwahl Russlands bedient. Distanzieren Sie sich davon oder ist das in Ordnung?
Nein, nicht böse sein. Wir haben keine ordentlich gewählte Regierung. Wir haben einen Präsidenten, der nicht mit einem verfassungskonformen Votum aus dem Amt gejagt wurde. Wir haben am Maidan eine Ansammlung von offensichtlich, wie wir heute erfahren, Blackwater-Söldnern gehabt, die mit Sturm- und Maschinengewehren hier vorgegangen sind. Und diese Regierung ist nicht gewählt. Wir haben am 25. Mai die nächste Wahl. Die vergangene Regierung, die war ordentlich gewählt. Die jetzige ist eine eingesetzte Zwischenregierung, wer immer dann hier dahinter stehen mit mag. Mit einer Mehrheit im Parlament. Also das ist mit einer Mehrheit im Parlament, da sehr mit viele Repressionen der Janukowitsch-Partei größtenteils dann gewählt worden. Wenn man natürlich auch hier in einer derart exponierten Situation darauf versucht hat, Augenmerk zu legen, zu deeskalieren, wenn es die ersten Toten gibt, wird man jetzt nicht politische Konflikte weiter nach außen spielen und noch weiter schüren. Aber diejenigen, die hier weggeputscht wurden, wie gesagt worden, waren bis vor kurzem auch für alle Österreicher ordentliche Partner. Das waren diejenigen, mit denen wir verhandelt haben über ein Assoziierungsabkommen in Richtung Europäische Union. Die waren selbst unter meiner Einladung, unter Anwesenheit sämtlicher Fraktionen mehrfach im Parlament und haben darüber gesprochen, wie wir die Ukraine näher an die Europäische Union heranholen wollen. Und dann von einem Tag sind hier auf einmal Söldner mit Maschinen und Sturmgewehren am Maidan unterwegs. Diese Regierung wird hinweggeputscht, war ja der Fall, mit Maschinengewehren. Also, und auf der anderen Seite... Wir haben hier sicher nicht die Möglichkeit, alles aufzuklären, aber ich muss Ihnen schon sagen, bitte. Ihre Sicht der Dinge, wie Sie es jetzt schildern, dem Publikum schildern, muss man als pro-russische Sicht sehen. Denn ich werfe ein paar Sachen ein. Ja. Herr Janukowitsch, der Präsident, ob er vertrieben wurde, er war plötzlich einen Tag später nach dieser Vereinbarung der Übergangsregierung nicht mehr da. Er ist außer Landes geflogen. Er wurde weder verhaftet, was auch immer. Er war dann weg und ist dann später wieder aufgetreten. Ob es Söldner am Maidan gab, dazu liegen mir keine absolut klaren Aussagen vor. Es waren Bewaffnete, das stimmt, und es gab Auseinandersetzungen. Es wurde von Regierungsseite auf den Maidan geschossen. Es gab Dutzende Tote, das wissen wir. Möglicherweise gibt es Dinge, die wir nicht wissen. Aber so wie Sie es darstellen... Der Teletext berichtet heute davon. Der Spiegel berichtet davon. Nein, aber Sie sagen, jetzt sind Blackwater-Söldner dort. Mag sein, dass sich die Regierung Söldner angeheuert hat. Aber was sicher ist, dass Zehntausende russische, pro-russische, möglicherweise auch russische Soldaten dort waren. Auf der Krim wissen wir es sicher. Jetzt kann man nicht genau unterscheiden. Einige kennt man, die waren schon in Konflikten in russischer Uniform im Einsatz. Also das gibt's alles und das erwähnen Herr Wagner, Sie nicht so gern. Wenn jemand demonstrieren möchte dafür, dass die Ukraine näher an die Europäische Union heranrückt, dann macht er das aus meiner Sicht weder mit einem Maschinengewehr noch einem Sturmgewehr. Und er schießt vor allem nicht auf Leute. Und wenn dort erste Tote sind und es sich immer mehr aufputscht, das Ganze, dann verstehe ich, warum Menschen flüchten aus nackter Angst um ihr Leben. Und man muss immer hier in diesen Situationen schauen, mit Leuten vor Ort zu reden. Ich war den ehemaligen Botschafter der Ukraine immer noch als jemand, der mir berichtet, was dort vor Ort passiert. Und bin jemand, der mit verschiedenen Seiten der Politik in der Ukraine auch Kontakt hält, weil ich einen Bezug auch zur Ukraine habe und die Ukraine aus meiner tiefen inneren Überzeugung heranholen möchte an die Europäische Union, weil die Ukraine ein Teil auch dieser europäischen Völkerfamilie ist. Aber Ihr Parteiobmann, und auch strategisch wichtig. Ihr Parteiobmann setzt aber ganz andere Signale. Am Höhepunkt der Krim-Krise ist er nach Genf gechattet, um einen russischen Diplomaten zu treffen. Gleichzeitig erklärt er gerne und oft, dass er Putin für einen reinen Demokraten mit autoritärem Stil hält. Sie senden ganz klar pro-russische Signale aus. Wir müssen uns schon verständigen darauf, dass wir versuchen, Dinge so zu gewichten, wie sie sind. Wenn wir jetzt sagen, die Amerikaner sind die Guten und die Russen die Bösen und Obama der Gute und Putin der Schlechte, sage ich zum Beispiel mal, in Amerika wird immer noch die Todesstrafe praktiziert. Erst jüngst mit einem Riesenproblem, weil jemand auf tragischste Art und Weise getötet wurde. Die Russen haben die Todesstrafe längst abgeschafft. Was ich gern hätte, ist, dass Österreich in sich diesem geopolitischen Konflikt in einer neutralen Rolle versteht. Aber Sie sind ja selbst nicht neutral. Aber selbstverständlich, ich habe versucht zu erläutern am Beginn, dass ich auch gespannt, ich war selbst in Moskau, ich war in New York, ich war in Washington. Und eine Woche, bevor die komplette österreichische Medienlandschaft uns vorgeworfen hat, dass die FPÖ russophil sei,
habe ich gesprochen mit US-Senatoren, mit Kongressleuten und mit amerikanischen Einflussträgern über deren Sichtweise der Ukraine. Wir sind wirklich bemüht, von allen Seiten hier Informationen einzuholen. Unsere Rolle, ja, die nicht nur für Österreich aus unserer Sicht die richtige ist, sondern auch, wie die FPÖ sich versteht, sich hier neutral zu positionieren und sich nicht zum Propagandainstrument weder der Russen noch der Amerikaner machen zu lassen. Seien Sie mir nicht böse, es wirkt nicht so, als wären Sie neutral in der Positionierung. Ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel. Ihr Wiener Klubobmann Johann Gudenus war ja mit Kollegen Wahlbeobachter, selbst ernannte, denn es war nicht, es war eine Organisation, die in Belgien ist, die sehr, sehr rechts ist, um jetzt das Mindeste zu sagen. Und er hat nach Verlautbarung des Ergebnisses des Referendums auf der Krim, das ursprünglich gelautet hat, 97% waren für die Vereinigung der Krim mit Russland. Ja. Wurde bekannt gegeben, Gudenus und andere haben am nächsten Tag gesagt, alles korrekt abgelaufen. Mhm. Diese vergangene Woche, hat eine von Putin eingesetzte Kommission gesagt, na, nicht 97%, es haben überhaupt nur 50% teilgenommen, 30-50%, und davon vielleicht 50-60% pro Russland gestimmt. Ist das nicht extrem peinlich, wenn man sich unter nicht geklärten Bedingungen zum Wahlbeobachter selber macht, dann fährt man hin, gibt einen Persilschein ab und dann sagen die Russen, jetzt wo sie die Krim sich einverleibt haben, Edge, war eh nicht so, egal. Also für mich ist es ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass die einen hier in Österreich sitzen, ihre Beurteilungen abgeben, wissen, wie eigentlich alles tatsächlich gelaufen ist. Und unsere Leute nutzen die Möglichkeit, vor Ort sich ein Bild zu machen. Und glauben Sie mir, wenn hier mit militärischer Repression, wenn hier unter Außerachtlassung von bei uns auch geltenden Standards vorgegangen worden wäre, dass unsere Leute das auch gesagt hätten. Wenn aber unsere Leute vor Ort als Beobachter tatsächlich zu einer Bewertung kommen, wie sie sie eben vorgetragen haben, dann sollte man das doch hoch anrechnen, dass es nicht gibt österreichische Politiker, die bei uns sich im Außenamt oder im Parlament verstecken, daherreden und uns glauben machen, wie die Situation sich tatsächlich darstellt, sondern Personen wirklich vor Ort sind. Und ich war in der Ukraine mehrfach vor Ort und unsere Leute waren auf der Krim und haben sich das angesehen und kommen zu dieser Beurteilung und berichten ehrlich darüber. Dann sollte man das nicht schlecht machen, sondern auch zur Kenntnis nehmen, wie die Beurteilungen von Menschen, von Politikern vor Ort sich tatsächlich gestaltet haben. Selbst der Herr Mölzer hat eingeräumt in einem Zeitungsinterview, dass man das an unseren Maßstäben, wie in Europa Wahlen ablaufen, nicht messen kann. Naja, wir haben am Anfang gehabt, das war eine lustige Sache, wo eine journalistische Öffentlichkeit sich über die transparenten Urnen da lustig gemacht hat. Ja. Und erst im Zuge der Diskussion war klar, dass es eine Vorgabe der OECD war. Und man muss ja immer aufpassen, wie so einzelne Zitate aus manchen Medien herausgelöst werden. Aus unserer Sicht war das ein in einer sehr exponierten geopolitischen Situation zulässiger Weg, dass eine Bevölkerung, wann es ein Land zu zerreißen droht, hier selbst spricht, wie es sich geopolitisch positionieren möchte. Und aus meiner Sicht gibt es in einer Regierung, einem Staat, einem Land einen, der immer Recht hat, und das ist die Bevölkerung. Und das steht auch für mich über allen anderen, vor allem geopolitischen Entscheidungen. Ja, aber fair muss eine Abstimmung stattfinden. Ich zitiere noch einmal, ein von Putin eingesetzter Beirat sagt jetzt, es haben sowieso nur die Hälfte der Leute überhaupt teilgenommen, auch teilnehmen können eventuell, oder boykottiert. Sie wissen, dass die Krim-Tataren überhaupt nicht einverstanden sind, dass sie jetzt zwangsvereinigt wurden. Und von denen dann auch, also wenn Sie es schon genau nehmen, dann hat dort eine Minderheit pro-russisch mit ihrer Stimme die Vereinigung mit Russland erzwungen. Herr Wagner, eine Abstimmung ist eine Abstimmung. Und wenn bei der Europäischen Unionswahl jetzt, wie beim letzten Mal, nur 43% der Menschen hingehen, gibt es dennoch ein Ergebnis. Ja. Wenn jeder das Recht hat, sich artikulieren zu dürfen und eben nur, ich weiß nicht, wie viele wirklich hingegangen sind. Das meinen Sie jetzt ernst? Das war ein Land, wo Tausende in Drillich mit höchster Bewaffnung herumstehen. Da glauben Sie, haben die Leute völlig unbeeinflusst ihre Stimme abgegeben? Vergessen wir nicht darauf, dass wie mit heutigen Tage klar wird, aus Berichten des Spiegel, der internationalen Presse und selbst im ORF, im Teletext oder auf ORF On, berichtet wird davon, dass 400 Blackwater-Söldner in der Ukraine unterwegs sind. Das sind diejenigen, die unter geheimer Kommandooperation meistens der Amerikaner mit schwerer Waffengewalt unterwegs sind. 400? Gegen Tausende
Herr Wagner, 400 Leute mit Maschinengewehren, mit Sturmgewehren, wissen Sie, was die anrichten können, ja, wie die Waffen verteilen können, wie die Einfluss nehmen können auf Entwicklungen im Land. Da gibt es Tote, ja, am laufenden Band in der Ukraine. Da sollten wir jetzt darauf schauen, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, dass das Morden endlich aufhört und wir eine friedliche Lösung finden. Ja. Und wenn die Abstimmung war, könnte man sie vielleicht noch besser machen. Man könnte da und dort Dinge auch verbessern. Ja. Ich will jetzt nicht mit Abstimmungen in Österreich kommen, ja, wie bei der Marüferstraße, die sowas von weit weg von auf demokratischen Standards, wo es keine Wahlurne gibt, ja, wo ausgeschickt wurde. Ja. Bürgerkriegssituation in der Ukraine. Naja, aber Sie reden rein von der technischen Abstimmungsseite. Ja, und da gibt es in allen Ländern Verbesserungsmöglichkeiten. Vielleicht auch dort. Jetzt geht es darum, dass sich die beiden zurückziehen, die Amerikaner und die Russen, und dass wir eine Lösung finden, um dort raschest Frieden herbeizuführen und sich das nicht noch weiter ausbreiten kann. Herr Welimski, Putin propagiert ja oft und gerne eine Eurasische Union, die er unter einer starken Führung Russlands bilden will. Und er könnte sich auch vorstellen, dass er einzelne EU-Mitgliedsländer, Ostmitgliedsländer in diese Eurasische Union eingliedert. Was halten Sie denn davon? Ja, es gibt so viele geopolitische Kooperationsvorschläge. Mein Weg einer Einigung in Europa ist einer vom Atlantik bis zum Ural europäische Länder, die auf Augenhöhe zueinander in Frieden und in Freundschaft miteinander kooperieren, die keine Zentralregierung haben, die gegen diesen Regulierungs- und Überwachungswahn agieren und die Souveränität zurück nach Europa bringen. Was ist das dann, eine EU mit Russland? Oder der Russland muss und soll EU auch ein starker Partner sein, das ist selbstverständlich. Ja. Wir sollten uns generell so positionieren, dass natürlich die Großmächte für uns interessant sind, aber es muss auch einen Stopp geben. Es muss auch einen Stopp bei den Amerikanern etwa geben, wo jetzt die Europäische Kommission mit Lobbyisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit US-Unternehmen und Behördenvertretern über ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika verhandelt. Auch das will ich nicht, weil ich unsere Lebensmittelstandards so erhalten möchte, wie sie nun mal sind und nicht den europäischen Markt aufmachen möchte für Gentechnikprodukte, für Hormonfleisch, für Chlorhühner und was es äußern Widrigkeiten da gibt. Ich glaube, den Zuschauern ist es genauso aufgefallen wie uns beiden in der Vorbereitung auf die Pressestunde. Eigentlich ist Ihre Kritik an der EU, an den Amerikanern, sanfter als an den Russen. Und daher frage ich Sie jetzt. Das ist Ihre Beurteilung. Das ist meine Beurteilung. Ja. Und daher frage ich Sie jetzt, ob Sie eine Studie, die von Spiegel Online zitiert wird, kennen, die darauf hinweist, dass Russland in ganz Europa rechte EU-kritische Parteien unterstützt, mit dem Ziel, die EU zu destabilisieren. Zuletzt hat Putin in diesem Mega-Interview stundenlang, Sie haben es sicher mitgekriegt, vor zwei Wochen, ausdrücklich Marine Le Pen von der Front National gelobt, ihr künftiger Bündnispartner. Werden diese EU-kritischen rechten Parteien dann nicht in der Wahrnehmung zur Marionette vom Herrn Putin? Also überhaupt nicht. Erstens, wenn uns unterstützt weder der Herr Putin noch sonst irgendjemand aus dem Ausland, muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das Zweite, es gibt so viele Studien im Internet, wo ich diese eine nicht kenne. Wahrscheinlich gibt es andere, die komplett was anderes zum Ausdruck bringen. Nur weil wir in einer Situation, wo die Amerikaner offensichtlich unter Zuhilfenahme der EU hier bewusst hineingezündelt haben, weil einer Dinge nicht in den Kram gepasst haben, hier versuchen, eine neutrale Position einzunehmen, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht so ist, die Amerikaner per se die Guten und die Russen per se die Schlechten sind. Ja? Und hier versuchen, den Dialog auch mit beiden Seiten zu finden, dann lasse ich mir noch lange nicht vorwerfen, dass wir die Marionetten von irgendjemand sind, sondern wir bewusst und mit sehr viel Bemühen auch, mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Staaten versuchen, den Dialog zu führen und uns allen gegenüber neutral zu positionieren. Und das ist ein Weg, den ich in voller Überzeugung auch in mir trage und den ich auch dem österreichischen Staat anraten möchte, diese neutrale Rolle tatsächlich wieder mit Leben zu erfüllen. Ich möchte noch einmal nachfragen. Die Kollegin hat Sie ja gefragt. Ihr Ziel, Sie haben das sogar genannt in einem Chat bei der Presse, wie Sie genau informiert sind. Naja, das ist selbstverständlich, man wird sich ja vorbereiten darauf. Die freiheitliche EU würde folgendermaßen aussehen, vom Atlantik bis zum Ural Zusammenschluss, um zu kooperieren. Ja. Das heißt, Sie nehmen da Russland einfach rein. Ist Russland für Sie wirklich gleichwertig vom System, vom politischen System, mit dem, was wir in der EU als Standard sehen und mit dem, was Amerika an demokratischem Standard hat?
Es ist eine Frage der Wertigkeit, dieser Frage, wie groß ich diese europäische Völkerfamilie mache. Und je dezentraler ich das Ganze mache und je weniger ich oder je mehr ich abkehre von einer Zentralregierung, desto mehr kann ich in diesem Kooperationsboot hineinsammeln. Ja? Wenn ich eine Zentralregierung mache, ja? Deswegen war ich auch immer dafür, dass man die Ukraine näher heranholt an die Europäische Union und die Türkei zum Beispiel nicht. Die Türkei ist nur zu, glaube ich, 3% geografisch auch in Europa gesehen, aber hauptsächlich ein asiatisches Land. Mhm. Und die Ukraine und die Russen sind starke Partner eines föderalen Europas. Da sagen Sie ja, einen Zusammenschluss. Also Sie haben das selber geschrieben, ich weiß im Chat. Zusammenschluss vom Atlantik bis zum Ural. Ich habe immer von einer Föderation gesprochen, von einem Zusammenschluss, egal mit welcher Intensität. Sie müssen es nicht institutionalisieren, sondern ich will eine maximale Kooperation haben. All jene, die sich unter dem christlich-abendländischen Charakter sammeln können, sammeln wollen. Souveräne Staaten gegen Überwachungswahnsinn, gegen Regulierungswahnsinn, gegen eine Zentralregierung, dafür maximale Souveränität und föderaler Grundcharakter. Aber Herr Wilimski, das ist jetzt irgendwie nicht ganz stringent. Weil während Sie der EU auf der einen Seite Ihren Zentralismus vorwerfen und Macht wegnehmen wollen, gestehen Sie eigentlich Russland zu, dass es sich immer mehr Macht holt und immer mehr positioniert. Da ist doch ein Widerspruch drinnen, oder? Also ich glaube nicht, dass der Herr Putin oder der Herr Obama jetzt sonderlich Wert darauf legen, was der Herr Wilimski in der Pressestunde sagt. Das sind zwei geopolitische Machtblöcke. Ich kann Ihnen meinen Zugang zu dem ganzen Thema erklären. Mein Zugang ist ein neutraler, ein äquidistanter zu beiden. Mein Zugang zu Europa ist es weg von der Zentralregierung hin zu souveränen Staaten. Und jeder, der sich unter diesem christlich-abendländischen Dach sammeln möchte, eine europäische Kooperation, die nicht durch eine Zentralregierung, sondern durch souveräne Staaten begründet ist, ist willkommen aus meiner Sicht. Und dass Russland natürlich auch für uns ein starker Partner sein soll, ist ja unzweifelhaft. Ich glaube nicht, dass man da jetzt auf der anderen Seite sagen sollte, kooperieren wir nicht mit den Russen. Allein was sich da an Handelsströmen bewegt und wie Russland immer noch wichtig ist für unsere komplette Energiesituation. Und was die Europäische Union jetzt macht, nämlich Russland mit Sanktionen zu drohen, ich sehe, Sie wollen zum nächsten Thema schon kommen, ist auf der anderen Seite, dass Russland seinerseits wiederum Sanktionen gegenüber der Europäischen Union setzt. Das ist doch alles schlecht. Man sollte sich rasches zusammensetzen und einen Weg finden, um diesen ganzen Konflikt wegzubekommen, um die Ukraine zu befrieden und irgendwo eine intelligente, gescheite Form der Kooperation für die Zukunft zu zimmern. Um das abzuschließen, darf ich Sie ganz direkt fragen, kann es sein, dass Ihre prorussische Haltung in Wirklichkeit nur dem Willen entspringt, den rund 120.000 serbischstämmigen Österreichern in Wien sozusagen einen Wahlanreiz zu geben und ihnen die Stimme zu geben, weil das Serbien und Russland eine ganz, ganz enge Connection haben. Schauen Sie doch unsere Politik der vergangenen Jahre an. Da haben wir diese neutrale, äquidistante Rolle in so vielen Fragen der politischen Auseinandersetzung immer wieder betont. Ja? Und nur wenn wir einmal in einer politisch exponierten Situation Beobachter senden zu einer Wahl, die unter den Augen der Weltöffentlichkeit stattfindet, sind wir auf einmal die Russophilen. Man lässt völlig außer Acht, dass beispielsweise ich zwei Wochen vorher Gast war in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, das, was wirklich gilt, ist das, dass wir versuchen, in der Welt gegenüber allen interessierten Kräften hier eine neutrale Rolle einzunehmen. Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Gut. Hat aber noch mit dieser gesellschaftspolitischen Annäherung, die wir von Ihnen erfahren wollen, zu tun. Neben der Ukraine-Krise an diesem Wochenende hat der Song Contest größte Aufmerksamkeit erreicht und natürlich, da Österreich gewonnen hat mit der Conchita Wurst, noch viel mehr. Die Russen, russische Politiker haben extrem scharf kritisiert, dass jemand wie Conchita Wurst überhaupt auftreten darf. Die Werbung für homosexuelle Inhalte ist in Russland, wie Sie wissen, verboten. Was sagen Sie zum Triumph von Conchita Wurst beim Song Contest? Naja, also es war es erstmals nicht der Kandidat der Österreicherin und der Österreicher mit einer Publikumswahl, sondern der ORF hat dekretiert und sagt, der österreichische Kandidat oder die österreichische Kandidatin, je nachdem, ist Conchita Wurst, so weit, so gut. Aus meiner Sicht ist es in Ordnung, wenn da jemand gewinnt und sich Leute freuen,
Mein Zugang zu einem österreichischen Song Contest ist das eher nicht. Ich bin eher so der Udo Jürgens Fan, lange genug her, aber wo ein Österreicher mit deutscher Sprache auch singt und Österreich in einer Art und Weise vertritt, wo man sich nicht geniert dafür, dass man auch in Deutsch singt. Das ist alles schon so uniform, da singt man in Englisch. Und eigentlich sollte der Eurovision Song Contest ja sein, ein Wettbewerb, wo Länder sich präsentieren in ihrer Sprache, ja, mit einer Spur auch an kulturellen Hintergrund und da in einen freundschaftlichen Wettstreit gehen. Heute schaut so aus, dass der ORF jemand entsendet, dann ist es morgen der Kandidat aller Österreicherinnen und Österreicher, die übrigens nie mitstimmen haben dürfen, auch gestern nicht mitgestimmt haben. Aber das ist jetzt nicht die Frage der politischen Auseinandersetzung. Ja, aber werfen Sie dem ORF jetzt allen Ernstes vor, dass jemand zum Song Contest geschickt wurde, der für Österreich gewonnen hat? Nein, was mir nicht gefällt, ist, dass der ORF das Publikum ausgeblendet hat. Das ist nicht in Ordnung. Das hätte man machen sollen. Von dieser Tradition Abstand genommen zu haben, dass man sagt, Man bindet die Zwangsgebührenzahler ein und die dürfen auch mitreden. Aber das haben sie bis letztes Jahr beenden wollen. Ne? Das haben sie letztes Jahr dürfen. Aber das hat diesmal beim letzten Abstimmen, Sie wissen, war Conchita Wurst auf Platz 2. Jetzt ist sie das Jahr darauf entsandt worden. Also das ist schon. Aber Herr Wagner, Sie können ja nicht Abstimmung im letzten Jahr extrapolieren auf dieses Jahr und sagen, weil das letztes Jahr so war, gehe ich davon aus, dass dieses Jahr auch so gewesen wäre. Und erlauben Sie mir, dass ich in dem Zusammenhang auch etwas sage, was den ORF betrifft. Und ich will Ich möchte noch beim Thema bleiben. Tatsächlich auch mit der Europäischen Union. Bleiben wir bitte noch kurz beim Thema. Es ist nämlich die Frage der Homophobie in Russland. Ja. Wie drückt sich das in Ihrer Partei aus? Ja. Ihr Parteichef hat am Mittwoch auch noch gepostet, sein Unwohlsein über die Entsendung von Conchita Wurst und auch wie Sie jetzt den ORF kritisiert und homosexuellen Rechte waren der FPÖ jetzt, um das sehr zurückhaltend zu formulieren, bisher wirklich kein Anliegen. Ändert sich das? Denn da steht ja doch jetzt etwas dahinter, dass man wahrnehmen muss, dass man auch nützen kann als Rückenwind, um eben diesen Menschen den gleichen Zugang, die gleichen Rechte zu geben. Also ich will nicht ernsthaft sagen, dass in Österreich Homosexuelle diskriminiert werden. So, Sie haben im Adoptionsrecht keinerlei Ja, aber jetzt auch nicht böse, das ist keine Frage der Diskriminierung, sondern wenn in Österreich Homosexuelle keine Kinder adoptieren können, heute das erstens für gut. Zweitens ist es natürlich eine Situation, wo ich Kindern zugestehe, mit einer Vater- und einer Mutterrolle das auslangen zu finden, auch aus meiner Sicht wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Und es gibt so viele österreichische Pärchen, die gern adoptieren würden. Da muss ich jetzt nicht aufmachen, extra das Thema, dass Homosexuelle adoptieren sollen Kinder. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Unser Weg ist der, dass man Familien bevorzugt, weil Familien deswegen eine besondere Rolle auch in unserem gesellschaftlichen Gefüge haben sollen, weil sie eben neues Leben schenken können. Und unser Generationenvertrag, unser Pensionswesen, unsere Sozialpolitik und der Staat letztendlich angewiesen ist darauf, dass es Kinder gibt. Und deswegen fördert der Staat auch Familien. Und das soll so sein. Und deswegen soll aus meiner Sicht die klassische Familie auch eine bessere Stellung haben, was nicht heißt, dass andere sexuelle Orientierungen in irgendeiner Form diskriminiert werden. Das orte ich nicht einmal irgendwo in Österreich. Gut, dann kommen wir wieder zurück zum EU-Wahlkampf. Ja. Sie fordern ja eine Renationalisierung. Mhm. Also zurück zu den Nationalstaaten, zu den Mitgliedstaaten. Jetzt, wenn ich von Brüssel Kompetenzen wegnehme und das Ganze wieder föderaler gestalte, so schwächt das ja nicht nur die Stellung Europas im Gesamten, sondern in weiterer Folge ja auch jeden einzelnen Mitgliedstaat und in weiterer Folge natürlich auch Österreich. Wie soll sich denn eine Gruppe von Einzelstaaten gegenüber den USA, Russland, Asien wirtschaftlich behaupten? Ich erachte das als eine reine Behauptung, dass dem so wäre und dass eine Föderation souveräner Staaten, die trotzdem miteinander kooperiert, ohne Zentralstaat, sich sehr wohl auch durchsetzen könnte im geopolitischen Wettbewerb. Und aus meiner Sicht entspricht es auch dem Wunsch, mehrheitlich dem Wunsch der Bevölkerungen in diesem Europa, dass man sich wieder selbst auf seinem Territorium weitestgehend selbst verwalten kann, wenngleich das nicht in Frage steht, dass wir als Freihandelszone kooperieren sollen, dass wir Frieden absichern sollen, dass wir im Wissenschaftsbereich kooperieren sollen, dass wir da, wo es Sinn macht, auch Kooperationsfelder
definieren, aber nicht diese Entwicklung hin zum Zentralstaat immer weiter vorantreiben. Schauen Sie einmal quer durch Europa, wenn Bevölkerungen mitreden dürfen. Ja? Wir hatten es beim Lissabon-Vertrag, also dieser letzte große Vertrag der Zentralisierung, in einem einzigen Land hat abgestimmt werden dürfen, und das war Irland. Und die Iren haben Nein gesagt und die EU hat gesagt, das darf gar nicht sein. Ja? Hier hat die Propaganda Milliarden offensichtlich hineingepumpt und hat die Abstimmung wiederholt. Das ist nicht das, wo Europa auch das Herz seiner Menschen findet, dass man vorgibt einen Weg, ja, dass man in einer absoluten Art und Weise das Brüssel darstellt, als wäre es jetzt eine neue, ja, Ersatzreligion, eine Stadt mit sakralem Charakter zwischen Mekka, Jerusalem und Rom. Das ist es nicht. Die EU ist ein Verein, der kooperiert, und man kann diese Vereinsregeln ändern. Und wenn die europäischen Völker mehrheitlich der Auffassung sind, dass man, ja, Kompetenzen zurückbringt, ja, in die Länder. Und da bin ich nicht alleine. Ja. Da hupfen mittlerweile alle hinterher, die Roten und die Schwarzen. Sogar der Herr Schulz hat gesagt, er will Kompetenzen zurückbringen. Cameron sagt es. Ja. Merkel hat es gesagt. Ja. Sogar der Spindlecker hat es vor der Wahl gesagt. Ich glaube nur allen nicht, ja, weil sie vor der Wahl das jetzt beteuern, dass es föderaler werden soll und mehr Kompetenzen zurück. Und die Gefahr besteht, dass sie am Tag nach der Wahl dann Vollgas wiedergeben in Richtung weitere Zentralisierung. Und erlauben Sie mir, dass das im Rahmen des demokratischen Spektrums meine Meinung ist dazu, dass ich Europa gerne föderaler hätte, wenn Sie wollen, ein bisschen mehr das, was einmal war mit der Europäischen Gemeinschaft, das hat gut funktioniert, und weniger diese Europäische Union, in der immer mehr an Bürgerrechte, Meinungsrechten ausgehöhlt werden. Ganz kurz unseren Zuschauern sagen, was Sie unterscheidet von denen, die Sie zitiert haben. Es gibt tatsächlich aus allen Parteien jetzt Vorschläge, bestimmte Kompetenzen wieder zurückzunehmen. Sie sagen aber, hinter die Verträge von Lissabon und Maastricht, was nichts anderes heißt, und Sie haben es ja selber gerade genannt, die EG, Sie sind damit auch der Einzige, der seinen eigenen Arbeitsplatz dann im Europäischen Parlament total entwertet, denn damals hatte das Europäische Parlament gar nichts zu sagen. Also so weit wie Sie geht natürlich niemand, außer die ganz rechten Parteien. Man das weiterdenkt, könnte natürlich die EU auf dieser Basis auch nicht mehr, und könnten vor allem die Euro-Staaten ja nicht mehr den Euro als Fundament haben, denn nur durch die Kooperation und sogar noch stärkere in der Wirtschaftspolitik ist der Euro ja als Währung überhaupt sinnvoll. Sie würden es auf eine Freihandelszone reduzieren. Da gibt es ja keine gemeinsame Währung. Oder wollen Sie eine Freihandelszone mit gemeinsamer Währung? Das ganze Konstrukt funktioniert ja nicht mehr. Wir haben jetzt 766 Mandatare sitzen im Europäischen Parlament, die völlig überfordert sind, ja, mit diesem Regulierungswandel, der da abzuarbeiten ist. Wenn es nach mir ginge, halbieren wir dieses Parlament. Es reicht die Hälfte, wenn wir auch die Kompetenzen dafür redimensionieren und wenn wir Kooperationsfelder so definieren, dass es auch tatsächlich Ausdruck der mehrheitlichen Überzeugung ist. Und wenn meine Tätigkeit, ja, den Erfolg hat, ja, dass meine Rolle abgewertet ist im Europäischen Parlament, ich aber mehr an Souveränität und Kompetenz zurückbringe in mein Land, dann sage ich, dann habe ich genau das erreicht, was ich gerne hätte. Und dann gehe ich gern, das heißt, die Richtung gebe ich vor, weg von diesem Zentralisierungswahn hin zu mehr föderaler und souveräner Ausgestaltung. Das ist mein Ziel. War es denn in Wirklichkeit in der Vergangenheit nicht zu wenig EU? Sie kritisieren, zu viel EU tut niemand gut. Jetzt hat beispielsweise gerade bei der Bankenkontrolle gab es doch in der Vergangenheit viel zu wenig EU. So, das ist ein interessantes Stichwort, weil genau da hätte ich mir erwartet, dass ein supranationaler Zusammenschluss etwas bewirken könnte. Aber in Wahrheit füttern wir seit dem Jahr 2008, seit Lehman Brothers, füttern wir den Bankensektor mit fetten und immer fetteren Gewinnen, der da gemacht wird. In der Stufe 1 ist mit künstlichem Geld der Europäischen Zentralbank sind die Anleihen gestützt worden, ja, die in den Beständen der großen europäischen Banken gelegen sind, von der Deutschen Bank, der Crédit Lyonnais, der Société Générale und wie sie alle heißen mögen, die sich um einen Prozentpunkt von der Europäischen Zentralbank Geld geborgt haben, fette Spekulationsgewinne mit Anleihen gemacht haben aus dem südeuropäischen Raum, die im Jahr 2009, 2010 an die 8, 9, 10 und noch mehr Prozent an Zinsen gemacht haben. Und wie dann diese Anleihen aus dem Ruder gelaufen sind, hat man auf einmal die Haftungsgemeinschaft quer durch Europa gemacht und hat den Banken diese fetten Gewinne beschert mit künstlich generiertem Geld, was dazu geführt hat, dass die Kaufkraft immer mehr absackt, weil wenn man mehr Geld druckt, als auf der anderen Seite Waren
Wert vorhanden ist, führt es zu einer Entwertung des Geldes. Was ich mir erwarten würde, ja, von einem supranationalen Zusammenschluss, ist es zu zwingen, den Bankensektor ein Trennbankensystem zu implementieren, wo ich auf der einen Seite ja, Banken habe, die klassische Bankgeschäfte machen, das heißt Einlagen, Zahlungsverkehr, Kredite, und auf der anderen Seite investieren. Dann kann ich nämlich all diese Investmentbanken ja, in Konkurs gehen lassen, ohne dass der Geldkreislauf damit irgendwie... Was passiert da ja, jetzt eben? Die Bankenunion... Wo passiert das? Die Haftungsunion, Herr Wagner. Sie wissen schon auch, dass die EU die Summe ihrer Mitglieder ist. Ja. Und wenn Sie das so trennen wollen, es verzögert natürlich, unterschiedliche Interessenslagen gibt es, es wird verhandelt. Das wird nicht einfacher, wenn Sie alles rückabwickeln und keine zentrale Steuerung mehr zwischen den Mitgliedern stattfinden kann. Das muss man auch sagen. Das wäre was Gescheites, den Bankensektor international so an die Leine zu legen, ja, dass sie nicht mehr mit dem Geld der Sparer... Sie wollen ja alles rückabwickeln. Wer soll denn das machen? Da wäre ein Kooperationspunkt, wo ich mir erwarte, dass eine supranationale Steuerungsgremium... Die gibt es jetzt, aber Banken, nicht nach Ihrem Plan. Die gibt es aber nicht. Es gibt die Bankenunion, die die Österreicher mit in die Haftung nimmt, wenn in Südeuropa irgendeine Bank in Konkurs geht. Und keiner von uns weiß, welche toxischen Papiere in den südeuropäischen Banken liegen. Trennbankensystem gab es einmal mit dem Glass-Steagall-Act, das ist der richtige Weg. Herr Wilimski, der Meinung kann man schon sein. Mhm. Ja? Aber Danke. Ich halte jetzt einmal fest, das Europäische Parlament hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die, um bei ihrer, in ihrer Wahlkampagnendiktion zu bleiben, die Banken in die Schranken weisen sollen. Höhere Eigenkapitalvorschriften, eine gemeinsame Überprüfung, also eine europäische Bankenaufsicht, einen Rettungsfonds für Pleitebanken, ganz klare Abwicklungsvorgaben. Ihre beiden Mandatare, der Herr Mölzer und der Herr Obermeier, waren entweder bei den Abstimmungen nicht anwesend oder haben dagegen gestimmt? Nein. Das ist doch eine Doppelstrategie. Erstens einmal sind das Mini-Geschichten. Ja. Was ich mir zum Beispiel erwartet Was die hätte... Die europäische Bankaufsicht ist eine Mini-Geschichte. Lassen Sie mich ganz kurz fertig formulieren. Ja. Wir reden seit geraumer Zeit über die Finanztransaktionssteuer. Ja. So, das wäre durchaus gut, wenn es in eine Richtung ginge, die aber nicht die regulären Ströme der Börsenaktivitäten mit Einschlösse, sondern die sogenannten, wie es so schön heißt, Dark Pools, ja, wo ja ein Großteil der Bankengeschäfte rennt, in dem OTC-Bereich, over the counter und abseits dessen, was ich von einer Finanztransaktionssteuer erfassen kann. Da rührt keiner irgendwo einen Handgriff in dieser europäischen... Man einigt sich nicht, es rührt keinen Handgriff, aber es stimmt nicht. Ja, aber wenn Sie mir sagen, die Einigung ist schwierig, ist aber Sie wollen eine Freihandelszone, da kann man sich leichter einigen, wenn man weniger miteinander kooperiert. Wenn Sie mir sagen, das ist alles so gut, was man an supranationalen Steuerungswerk macht, sage ich, die zwei heißen Eisen, die tatsächlich heißen Eisen, nämlich eins die Trennung in Geschäftsbanken und Investmentbanken einerseits und zweitens den Darkpool-Bereich, Hochfrequenzhandel, da wo die wirklich großen Geschäfte abbrennen. Und das rührt keiner an. Das würden Sie dann in Österreich national regeln? Nein, da sage ich, da würde ich mich freuen, wenn wir uns international darauf verständigen könnten. Man versucht es, aber man schafft es nicht. Und deswegen brauche ich aber keinen Regulierungswahn. Ich brauche nicht Überwachungsinstrumente im laufenden Band implementieren, von der Vorratsdatenspeicherung, vom SWIFT-Abkommen, von der Fluglastrichtlinie und so weiter und so fort. Das Stichwort komme ich gern zurück bei Sie sind mir jetzt wirklich ausgewichen. Ja? Man kann immer mehr wollen. Mhm. Ja? Aber ich habe Sie jetzt konkret gefragt, warum Sie plakatieren Banken in die Schranken weisen und Ihre Mandatare in Brüssel genau jene Maßnahmen, die ein erster Schritt sind, nicht zustimmen. Schauen Sie, wird das parlamentarische Prozedere eines ist, das man immer sich sehr genau anschauen muss. Da gibt es nicht eine Abstimmung, wo ich jetzt für oder gegen etwas bin, sondern da gibt es meistens weiterführende Anträge. Ja? Da gibt es Zusatzanträge, da gibt es die Möglichkeiten, dass man hier eine Sache ablehnt, aber gleichzeitig mit einer Redemeldung oder Wortmeldung sagt, da hätte ich noch gern mehr oder ich lehne das aus diesen oder jenen Gründen ab, weil es mir zu wenig weit geht. Das ist parlamentarisches Prozedere. Deswegen kann ich nicht nur immer das nackte Abstimmungsergebnis nehmen, sondern muss man sehr genau das parlamentarische Protokoll anschauen, was hat jemand gesagt, was will jemand tatsächlich, welche Zusatzaktivitäten macht er und welche parlamentarische... Wieso schaut es denn nicht gut aus? Das können wir so nicht im Raum stehen lassen. Wieso schaut es nicht gut aus? Regulieren. Und wenn
die Kollegin zitiert, in welchem Bereich. Dann zeigen Sie mir das parlamentarische Protokoll. Das kann ich Ihnen gern zeigen dann. Das hätten wir aber mitnehmen müssen, hätten Sie mir auch im Vorfeld sagen müssen. Gut, weil wenn Sie behaupten, unsere Leute werden dagegen, den Finanzsektor an die Leine zu legen, dann verwahre ich mich in aller Deutlichkeit. Dann werden wir jetzt ein bisschen konkreter. Okay. Am 22. Juli 2013 hat das Europäische Parlament einen Entschließungsantrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit beschlossen, das unter anderem höhere Investitionen in diesen Bereich vorgesehen hat. Ihre Mandatare haben sich der Stimme enthalten. Ja. Am 11. Juni 2013 wurde ein Entschließungsantrag im Europäischen Parlament eingebracht, das unter anderem Mindestquoten für den sozialen Wohnbau vorsah und dass dafür auch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellt werden sollen. Ja. Ihre Mandatare haben dagegen gestimmt. Ja, aber, am 10. September 2011 hat Ihr EU-Mandatar Mölzer damals noch, mehr Geld für die EU-Grenzschutzbehörde Frontex gefordert. Ja. Wahrscheinlich voraussehend, dass 10 Tage später sich die EU einigen sollte darauf, dass Frontex mehr Geld bekommt. So, ich kann jetzt nicht, schauen Sie, wir haben glaube ich... Nein, meine Frage ist... Lassen Sie mir schon was sagen dazu. Ich weiß nicht, reden die Brüsseler FPÖ-Abgeordneten nicht mit Wien? Oder Frau Klammer-Schmidt, versucht man hier den Wählern irgendwie Sand in die Augen zu streuen, weil eine andere Interpretation lassen Sie mich lässt das nicht bitte. Zu. Deswegen habe ich gesagt, man muss sich immer das Umfeld, die Argumente und Zusatzaktivitäten ansehen. Ich habe da nur jetzt in Erinnerung Ihrer Zitation an den Europäischen Sozialfonds. Stimmt, mag ich in der Form auch nicht, weil das heißt, dass wir mit unserem österreichischen Geld einen Fonds bedienen, der österreichisches Geld für sozialpolitische Aktivitäten quer durch Europa verteilt und das, was rückfließt, weitaus weniger ist und aus meiner Sicht das Geld besser in Österreich aufgehoben worden wäre. Und wenn man hier in der Frontex-Sache oder woanders sagt, man lehnt einen Vorschlag ab, ja, wenn er von Rot und Schwarz kommt, dann kann man da schon isoliert sagen, ich habe sie dagegen gestimmt. Man muss aber dann auch immer dazu sagen, dass man einen weiterführenden Antrag macht, ja, dass es Ausschussprotokolle gibt, dass man Zusatzforderungen hat, dass man aus diesen oder jenen Gründen etwas ablehnt. Ja. Und das ist, glaube ich, das zentrale, auch parlamentarische Prozedere, wie ich seit 8 Jahren im Nationalrat mittlerweile erlebe und wie es gut und richtig ist. Aber man kann nicht Sachen isoliert herausbiegen. Man muss jemand fragen, was er will, und das zählt dann in letzter Konsequenz. Wir müssen diesen Bereich jetzt auch abschließen, aber ich fasse noch mal zusammen. Sie haben vorher ein Stichwort SWIFT. Das war eines dieser Verhandlungsmandate zwischen der EU und den USA. Da ging es um Fahrgastdaten, Flugdaten. Bleiben wir bei SWIFT, wenn Sie wollen. Und anderes. Ja? Ja. Also es gab mehrere große Abstimmungen, mehrere Möglichkeiten, wo das Parlament, das ja seit 2009 mehr Rechte hat, das Vorlagen auch ablehnen kann, da tatsächlich eingegriffen hat und in Abstimmungen entweder eine Änderung der Vorlagen erreicht hat oder überhaupt gestoppt hat. Und Sie sagen, beim Parlament wollen Sie diese Möglichkeiten aber wegnehmen. Nein, ich will diesen, diesen Zentralisierungswahn weg. Ja. Die Kommission geht mit der Saatgutverordnung ins Parlament, das Parlament sagt nein, die Kommission sagt, wurscht, machen wir trotzdem. Das ist der Wahnsinn, den ich nicht will. Und ich will in letzter Konsequenz die Hoheit zurück nach Österreich haben. Ich will, dass wir in Österreich entscheiden können, wie unsere vitalen und zentralen Agenten auch bestimmt werden können. Das klingt doch ein bisschen nach Sandkastenpolitik. Aber ich will meinen eigenen Sandkasten. Überhaupt nicht. Aber Frau Kramer-Schmidt, wir leben in einer Situation, wo dieses Europa, das fußt auf einer pluralistischen Vielfalt mit unterschiedlichen Staaten, Parlamenten, Demokratien, Mentalitäten, Kulturen, einen wundervollen Kontinent bietet. Und dieses Europa so zu belassen, dass man es nicht hinentwickelt zu einer Vereinigten Staaten von Europa, Variante der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist mein politisches Ziel. Und ich weiß schon, dass das EU-Establishment und viele, und der ORF hätte es auch gern, nicht mag. Ja? Und genau der Zug dorthin fährt. Aber ich glaube, das ist ein legitimer Standpunkt in dem ganzen Meinungsspektrum, dass man sagt, man hätte gern wieder mehr an europäischer Vielfalt. Die Argumentation sein, die ist konsistent. Mit Brüssel ist so weit von Washington entfernt, wie die EU von einem Zentralstaat. Wir marschieren mit Hochgeschwindigkeit dorthin. USA hat ja jeder einzelne Bundesstaat seine eigene Identität. Was hat denn Texas mit Kalifornien gemeinsam? Lassen Sie mir eines vom Herrn Juncker zitieren. Ja? Sagt der Jean-Claude Juncker, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert.
wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Im Spiegel zitiert der Herr Juncker, den Sie als ORF ja, jetzt präsentieren als Spitzenkandidat für das Europäische Parlament. Ich darf Ihnen eines nur sagen. Na, Moment, der Herr Juncker kandidiert nicht einmal für das Europäische Parlament. Ja. Im Jahr 1999 kandidiert, sehe ich da gerade. Jetzt wird er mit Herrn Hanno Settele durch Österreich herumgeführt. Ja, ist nicht und es gibt, Herr Wagner, es gibt keine europäischen Spitzenkandidaten. Wenn Sie sagen, es gäbe diese, zeigen Sie mir die Liste, ja, wo diese Personen zu wählen sind. Kandidiert für den Kommissionspräsidenten, wie Sie wissen. Aber Sie wissen im schon, Vertrag von Lissabon steht, dass das zu berücksichtigen ist. Sagt sogar die Merkel, sie würde nicht wählen. Ja. Es gibt diese Liste nicht. Und trotzdem macht der ORF eine Situation, als würden wir internationale Kandidaten wählen können. Es gibt diese Liste nicht. Wir wählen Österreicher und die Österreicher werden versteckt. Die dürfen nicht mit dem Hanno Settele bei der Wallfahrt mitfahren. Dafür ein Herr Juncker, der nicht mehr für das Europäische Parlament... Der Juncker ist nicht mitgefahren, da täuschen Sie sich. Nicht einmal für das Europäische Parlament kandidiert, aber es war diese Auseinandersetzung Schulz-Juncker. Sie legen der EU die Latte höher und höher, wollen aber alles rückabwickeln und zurückholen. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Wäre es da nicht ehrlicher, als wie manche ihrer rechten Parteien im Spektrum in Europa zu sagen, EU auflösen, wir wollen das einfach nicht? Sie stellen es in einer unglaublich polemischen Art und Weise dar. Ich versuche es noch einmal zusammenzufassen. Wir wollen in Europa bestehend aus souveränen, freien Staaten, die miteinander kooperieren. Dort kooperieren, wo sie auch tatsächlich wollen. Da ist die Wissenschaftspolitik ja, beispielsweise eine Frage. Da ist er im Bereich Freihandelsabkommen. Da wäre es im Bereich Banken, wo wir so lange diskutiert haben, eine willkommene Sache, die Banken endlich auch in die Schranken zu weisen. Und auf der anderen Seite heißt es noch lange nicht, dass ich keine europäische Einigung möchte. Wenn ich diesen aus meiner Sicht übertriebenen Regulierungs-, Überwachung- und Zentralisierungskurs in Brüssel kritisiere, mit vielen anderen Partnern in Europa, die zum Teil stärkste Partei werden können dieses Mal, dann glaube ich, dass das auch in den Bevölkerungen ein sehr breites Votum ausdrückt und auch vielen Menschen tatsächlich aus der Seele spricht. Dafür brauchen Sie Verbündete. Das Problem, Ihr Problem, Ihrer Mandatare war ja bisher, dass Sie quasi zwei Mandatare unter vielen waren und keine Verbündeten hatten. Sie brauchen, um eine rechte Fraktion gründen zu können, 25 Mandatare aus 7 Ländern. Mhm. Ich glaube, die Mandate sind kein Problem, aber wie wollen Sie denn Verbündete aus 7 Ländern bekommen? Da gibt es jetzt schon wesentlich mehr, als jetzt in der öffentlichen Diskussion stehen, weil Sie ganz bewusst jetzt auch die Wahl abwarten. Aber es gibt in vielen dieser 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union Parteien, die Ähnliches wollen. Ja? Mhm. Wir unterschreiben nicht wechselseitig das immer, was der andere sagt. Das kann auch gar nicht sein, weil für uns ja, sage ich, die souveräne Meinungsbildung in den jeweiligen Ländern Priorität hat. Aber wir wollen uns darauf verständigen, dass wir Ja zu einer europäischen Kooperation sagen, aber wegkommen von dieser Zentralisierung, wie sie sich in der Europäischen Union manifestiert. Da gibt es in Paris die Marine Le Pen, die Sie erwähnt haben. Ja. Und das ist jetzt nicht die böse Ultrarechte, wie sie da mancher von Ihnen bezeichnen mag. Die ist am Sprung zur Nummer 1 in Frankreich. Ja. Die wird nur von den linken Parteien heute auch genauso diffamiert, nicht wie wir auch im Ausland diffamiert werden, weil sie Rote und Schwarze zusammenhängen und alle weghalten wollen, ja, die irgendwo diesem Machtgefüge gefährlich werden. Ja. Sie sagen, die Linken diffamieren Marine Le Pen. Sie haben die Wahlfahrt von Hanno Settele zwar zitiert, aber nicht gesehen, weil Juncker ist nicht mitgefahren. Aber bei der Ingrid Thurnherr war. Wer dort war. Die nicht einmal den Herrn Schulz gefragt hat, wegen seiner 110.000 Euro Nettoeinkommen. War Morten Messerschmidt, der gehört nämlich einer rechten Fraktion an, ist von der dänischen Volkspartei. Es gibt diese rechte Fraktion im EU-Parlament, von der UKIP, von der EU-kritischen Partei aus Großbritannien geführt. Dieser Fraktion wollten Sie beitreten oder Ihre zwei Mandatare. Sie wurden abgelehnt. Der Herr Messerschmidt hat das begründet. Man hat sich damals dann Artikel aus zur Zeit angesehen, wo Mölzer Herausgeber ist. Man hat anderes gesehen. Dort ist auch der Front National nicht aufgenommen worden. Ansonsten schauen Sie sich das Programm an. 90% deckungsgleich mit dem, was Sie heute gesagt haben. Aber Sie werden wahrscheinlich nur noch rechtere Parteien bekommen. Aber diese Parteien wollen mit der FPÖ nicht kooperieren. Der Herr Messerschmidt ist einer von 761 EU-Mandataren. Da gibt es so viele andere Meinungsbilder. Und wenn er etwas von der Zurzeit zitiert, dann ist es nicht die FPÖ.
Jetzt sind die Karten neu gemischt. Wir sind mit vielen, sage ich mal, europäischen Spitzenexponenten im direkten Gespräch. Auch ich habe die Freude, hier diesen Einigungsprozess mit vorantreiben zu dürfen. Wir sind ja in der EAF, dieser europäischen Dachpartei, mit unserem Präsidenten Franz Obermayr schon organisiert. Und das ist die Plattform, jetzt auch voranzutreiben, genau diese Fraktionsbildung. Und jetzt habe ich unlängst entnommen an einer EU-Umfrage, dass bereits 38 Mandatare dieser Fraktion angehören würden. Das heißt, da entsteht Kraft, da kann sich ja was bewegen. Was wir wollen, ist eine Art Druckkulisse auf dieses EU-Establishment zu machen, um einfach begreiflich zu machen, dass die Völker und Staaten Europas Souveränität zurückhaben wollen, mehr Freiheit, mehr Bürgerrecht und das ein guter Weg auch für diesen Kontinent wäre. Warum haben Sie denn Ihr Wahlziel, stärkste Partei zu werden, bei der EU-Wahl aufgegeben? Das wird jetzt nicht mehr so erwähnt. Schauen Sie, das ist der klassisch journalistische Judo-Griff mit irgendwelchen Zahlen oder Positionierungen. Ich will so stark wie möglich werden, ja? Weil in Wahrheit ist es den Bürgern egal, ob ich 19, 20, 23% habe. Der Bürger erwartet oder unsere Wähler erwarten, dass wir rot-weiß-rote PS auf die Straße bringen. Das will ich erreichen. Je mehr, desto besser. Und darauf hoffe ich bis zum 25. Nein. Aber Sie haben schon ziemlich zurückgeschraubt. Was machen Sie dann, wenn Sie nicht über 20% wenn kommen? Wenn Sie uns helfen, der ORF und das Profil gemeinsam, dass wir möglichst stark werden, dann stellen wir uns diese Frage gar nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach dem Mölzer-Rücktritt war es aber schon ein Rückschlag. Ne? Also die Debatte um diese rassistischen Aussagen. Man kann alles. Man hört ja aus dem Hintergrund, er wäre gar nicht zurückgetreten oder nicht dazu gezwungen worden, wenn das nicht Ihre Chancen überhaupt einer Fraktion dann anzugehören, so sehr vermindert hätte. Also aus innenpolitischen Gründen hätten Sie es durchgedrückt. Es gibt so viele Mutmaßungen und Interpretationen. Schauen Sie sich die tatsächliche Faktenlage an. Unser Programm liegt vor. Ich vertrete die Freiheitliche Partei jetzt für diese Europäische Unionswahl. Wir sind im Aufwind. Wenn wir 2% zulegen und die anderen 2% verlieren, und das ist durchaus möglich in den kommenden 2 Wochen, dann rettern wir mit um den Platz 1 und dann kann sich wirklich was bewegen. Sie plakatieren ja die Wut der Wähler zu verstehen. Ja. Damit erinnern Sie sich aber auch daran, Sie spielen ja da auf die Hypo an, dass der Grund, warum die Hypo-Misere entstanden ist, Jörg Haider und die Freiheitlichen waren. Ah, das ist diese alte Propagandageschichte, die immer wieder im ORF kommt. Ja. Aber reden wir mal über das Jahr. Sogar die Grünen im Parlament, der Herr Kogler, hören Sie sich die Reden vom Kogler an, wo der die Verantwortungen festmacht. Ja? Es ist die Frage 2009 und die Notverstaatlichung und dann das jahrelange Zuwarten, das die Milliarden in die Höhe geschraubt hat. Klar, in der Haider-Ära haben alle Parteien gemeinsam beschlossen. Da gibt es auch Mitverantwortung für alle. Das streite ich nicht ab. Aber das will ich in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss geprüft haben, ja, warum auf einmal notverstaatlicht hat, warum damals der Non-Distressed-Status war und wir von 2 Milliarden Schaden nur hätten ausgehen können und heute haben wir bis zu 17 Milliarden. Aber das kann man nicht Problem. Komplett trennen. Es haben die Roten auch zugestimmt, nein, ja, wenn wir gerade im ORF sitzen und auch die Schwarzen. Herr Wilimski, ich darf Sie schon daran erinnern, dass der Steuerzahler heute für viel mehr Milliarden gerade stehen müsste, wenn es nicht gerade die Europäische Union gewesen wäre, die den Ländern, den Usos, für Haftungen ihrer Landesbanken gerade zu stehen, abgedreht hätte. Weil wenn es das gewesen wäre 2006, und das war unter einem freiheitlichen Landeshauptmann, waren die Haftungen in einer Höhe, die niemals zu stemmen waren. Schauen Sie mal, was mit der Bank Austria und dem Madoff vor war. Da ist die Bank Austria ihre Haftungen fast abbezahlt. Aber das wäre noch höher gestiegen. Schauen Sie, wie viele Milliarden im Madoff vor verspekuliert wurden. Hätte die EU den Usus nicht abgedreht. Wien, Niederösterreich, alle mit Haftungen operiert. Ein falscher Weg, gebe ich Ihnen völlig recht. Ja. Jetzt müssen wir schauen, die Verantwortungen dingfest zu machen. Wenn damals Verantwortungen der damaligen Politiker waren, reden wir auch darüber. Aber prima ist darüber zu reden, die Notverstaatlichung im Jahr 2009 und das 5 Jahre lange Zuwarten. Und auch, warum man jetzt mit dieser Abwicklungsanstalt den Weg wählt, der den Spekulanten in Wahrheit den besten Weg ermöglicht. In der EU-Bankenunion wäre es vielleicht nicht passiert. Also wir enden diese Pressestunde wie so oft in den letzten Monaten. Nein. Mit einem Trennbankensystem. Möglicherweise würde das klappen und daran arbeiten ja einige und Sie dann vielleicht auch. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren. Danke, Ulla Kramer-Schmidt. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie dran.